I'm running for you, was? Ich hab's nicht verstanden. Egal. Oh. Habe ich komplett vergessen, dass man hier die Schleife abnehmen kann. Es muss, ja, es ist Mauser. Hier. Eat some bomb oder it's a bomb? Ich kann ihn leider nicht verstehen. Triggerwarnung. Es wird viele Fails geben. Der Ersteller des Videos übernimmt keine Haftung. Da 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 da. Willkommen zurück zu Super Mario Bros. 2. Ja, Freunde, willkommen zurück zum 6. Part von Super Mario Bros. 2, aka Super Mario Advance 1. Der letzte Part war richtig, richtig katastrophal wie der vorletzte Part. Aber immerhin war der Boss ziemlich, ziemlich einfach und der absolute Lusche. Das Einfachste des letzten Parts. Und ich habe jetzt nicht die Hoffnung, dass es super einfacher wird in diesem Part. Aber wir machen erstmal mit Peach weiter und versuchen, positiv zu denken. Also, let's go. Leave it to me. Überlass das ruhig mir. Alles klar, Peach. Mittlerweile versuche ich, dir etwas mehr zu verteilen. Vertrauen. Oh Gott, ich kann auch keine ganzen Sätze mehr bilden. Ich versuche, dir mehr zu vertrauen. Oh, ja. Mittlerweile hast du ja genügend Mut bewiesen. Oh, was? Das hat mich jetzt, überrascht. Ihr kennt das Spiel. Ihr kennt das Spiel, liebe Freunde. Wir müssen insgesamt 5 A-Coins sammeln und unsere Herzleiste auf 5 Herzen maximieren. Also von 2 auf 5. Wohl bemerkt, weil wir haben ja 2 Herzchen. Sie fragt mich jetzt nur gerade. Autsch. Fragt mich jetzt nur gerade. Wo ist jetzt das Herz? Der Pilz? Das verstehe ich nicht. Mauszeiger bitte weg. So. Ja gut, dann muss er weiter, da muss das weiter rechts sein. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. I think so. Ist hier was? Ist einfach mal gar nichts, aber warum denn nicht auch ein bisschen Cash? Oh my goodness. Also das Schwierigste von allen mittlerweile sind die Tränke. Also beziehungsweise nicht die Tränke an sich, weil die findet man, wie man sehen kann. Gott, oh my goodness. Ist schon mal gut. Hier. Oder habe ich schon nachgeschaut? Ich glaube, es ist der Krug. Was? Was ist das denn für eine fiese Stelle? Wärt ihr darauf gekommen? Also wenn ihr, nehmt mal an, ihr würdet das Spiel nicht kennen. Also beziehungsweise diese Stelle nicht kennen. Wärt ihr darauf gekommen? Weil ich wage es zu bezweifeln. Dass ich das einfach so hätte finden können. Was ist denn hier los? Ich will auf ihn rauf. Ach, diese Gegner sind der letzte Rotz. Wait a second. Oh Gott. Was ist denn dort los? So. Wir machen es jetzt ganz smart. Wir sind richtig smart unterwegs. Uns kann niemand etwas anhaben. Nicht mal diese Dinger. Siehste. So macht man's. Wie ein echter Pro. So, ist hier wieder eine Flasche? Nein. Hier ist einfach wieder eine Shell. Die ich auch nicht gebrauchen kann. Beziehungsweise nicht weiß, wie man sie benutzt. Man sieht's ja. Ein Trank.
den ich leider nicht benutzen konnte. Wie vielleicht? Ich muss echt hier raten, ne? Warte mal hin, das habe ich gerade gesehen. Wait a second. Ja, man sieht's. A-Coins sind einfacher zu finden. Wesentlich einfacher. Absolutely einfach. My goodness. Einmal so, zack. Und zack, und zack. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Wirklich, ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Diese Ratespielchen, muss ich ehrlich sagen, die finde ich nicht so toll. Muss ich weiter nach rechts? Hier ist auf jeden Fall. Ne? Ne? Die Sache ist die. Hier gibt es ja auch einen Trank, oder? Nein, war das nicht hier oder war das hier? Au! Nein, tatsächlich nicht. Okay. Das heißt, der Pilz war hier. War die ganze Zeit hier. Ich meine, hier wäre ein Trank, früher ein Trank gewesen. Und nicht da vorne. Ich bin verwirrt. Hier ist, eine A-Coin, die ich mir gerade selbst versammelt habe. Habe ich sehr gut gemacht. So, jetzt machen wir es richtig. Wir aktivieren den Pro-Modus. Ich will nur ganz kurz nachschauen, gibt es hier einen Trank? Tatsächlich. Okay, ich meine, diesen Trank gab es schon vorher. Und da ist er. Okay, das war eine echt schwere Geburt. So, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Irgendwo hier in der Tiefe. Nicht hier? Also grundsätzlich irgendwo hier in der Tiefe war ein Schlüssel. Und ich meine, hier ist er nicht. Ne? Den kannst du nicht einfach so hier rausgraben. Aber ein Leben. Nehmen wir gerne mit. Das freut uns. Also, ja. Da sage ich nicht nein. Vor allem nach dem ganzen Leben, die ich verloren habe. Kann ich nur von profitieren? Wieder dieses lächelnde Gesicht. Ich liebe diese lächelnden Gesichter. Das hat schon was. Ist hier vielleicht auch ein Leben? Nein. Aber nur so eine Schote. Soll mir recht sein? Also man erkennt es ja eindeutig an den Phantos. Nur ich weiß noch nicht, kann es sein, dass... Nee. Hätte ja sein können, ne? Nee. Jetzt spiele ich wieder raten, ne? So, wo sind die Phantos? Sind die Phantos hier? Ja, hier ist ein Phanto. Und hier war ein Gegentreffer. Warum denn auch nicht, ne? So, einmal so. Nein, nicht wieder einer. Nicht wieder ein Gegentreffer. Nein. So, jetzt haben wir es endlich geschafft. Oh Gott. So, Berto, ich bin bereit. I'm running for you, was? Ich hab's nicht verstanden. Egal. Oh. Habe ich komplett vergessen, dass man hier die Schleife abnehmen kann. Oh Gott. Kurs clear.
Okay. Zwei Leben. Ich bin zufrieden. Wir machen mit Mario weiter und freuen uns einfach. Ah, es ist wieder dunkel, das ist schön. Ja, warum nicht? Hat mir nicht viel gebracht. Oh nein, ich hasse das. Ich frag mich nur gerade. Hier gab's, glaube ich, keine Flasche, ne? Oh Gott. Das könnte ekelhaft werden, vor allem mit den A-Coins. Es hängt mir jetzt schon jetzt zum Hals raus. Ihr habt gesagt, ich wechsle immer. Zweiter A-Coin? Wir kommen der Sache näher. Wir kommen der Sache näher. Es war eines dieser Level, die ich gehasst habe. Wirklich, es war wirklich eines dieser Level. Die konnte ich überhaupt nicht ab. So, das Problem ist, ich kann auch nichts mit der Kameraperspektive machen. Normalerweise kann man das machen. So, was ist hier unten? Hier ist einfach nur der Dude. Ich hab eine A-Coin gesehen. Oh Mann, was ist das denn für ein Bug? So, wir besorgen uns erstmal die A-Coin. Na gut. Da stellt sich die Frage. Ist hier was? Hier, schauen wir mal. Ja. Ist schon mal sehr gut. Das gefällt uns doch. Nur jetzt, ja, jetzt müssen wir wieder zurück, ne? Jetzt müssen wir wieder zurück. Ich meine, wir könnten, hätten jetzt auch hier diese Gegner verwenden können, aber nö, will ich nicht. Will ich einfach nicht. So, was mir jetzt vorschwebte, war, dass ich hier wieder reingehe, damit ich gleich wieder den Trank nehmen kann. Weil ich hoffe, dass wir dahin nochmals uns dann hier besorgen können. Sicher bin ich mir aber nicht. So, die spawnen immer in derselben Position. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich wusste, dass sie irgendwie spawnen, aber ich hab das Spiel länger nicht gespielt, ne? So, dass ich es nicht mehr so genau weiß. So, ja, da di. Da da di da di di. Da da di 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 di. Oh, na, ah! Doch ich hab Mut. Yes, geschafft. Geschafft, Leute. Oh Gott. Puh. Der A-Coin. Freud und Leid liegen dann doch sehr nah beieinander. Sehr nah beieinander. Wirklich sehr, sehr nah beieinander. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt alle waren. So. Wait a second. Ja, aber... Ich weiß, was hier los ist. So, Guys, ich muss echt passen, weil ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wo die ist. Der letzte Pilz.
Ansonsten hier an dieser Stelle gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn ich eine Stelle irgendwie übersehen haben sollte und ihr sie gerade seht, am besten den Zeitstempel setzen. Da hast du die verpasst. Da hättest du den Trank platzieren müssen. Dann hättest du den letzten Pilz bekommen. Gerne in die Kommentare schreiben, weil ich weiß es nicht. Aber zumindest haben wir alle A-Coins. Das ist noch viel wichtiger. Trotzdem ist immer natürlich ein bisschen bitter, wenn man nicht alles hier bekommen kann. Aber gut. Na, ist das, na komm. Na, let's go. Ah. Du kannst auch nur Feuer speien. Ah, jetzt komm. Oh, ein Leben. Oh, ah! Und eine Niete, der ich gerade noch so ausweichen konnte. Eine 7, eine Stern, eine Cherry. Passt alles nicht zusammen. Immerhin, jetzt habe ich 100%ig ein Leben. Ich habe noch nie so viele Leben verloren wie in diesem Spiel. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Die A-Coins und die Pilze, ne? Und ansonsten ist mir das vollkommen egal. Ich habe auch kein Problem mal damit, mal hier mit und da mit zwei Pilzen herumzulaufen. Aber trotzdem, ich will die A-Coins schon alle sammeln. So, und ich meine, hier war auch was, ne? Ja, hier sieht's, man sieht's ja. Ich weiß nicht, ich glaube, im Original konnte man das, glaube ich, nicht so sehen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern, was hier drin war. Aber ich hoffe, hier ist zumindest ein A-Coin, kann man irgendwie... Sie ist schon zumindest nichts. Ist hier drin ein A-Coin? Nein, da ist das Paradies. Da wäre direkt der Boss gewesen. Der Boss. Wäre direkt der Boss. Was mache ich da? Das ist einfach nur ein Shortcut. Das ist einfach nur ein Shortcut. Zum Boss. Und das ist das Negative an Luigi. Oh, das war aber kalsig. Das ist das Negative an Luigi. Hier wäre eine A-Coin. Okay, alles klar. Das ist einfach nur ein Shortcut. Was? Ganz ehrlich, Luigi, unter diesen Umständen geht mir Luigi komplett auf den Senkel. Sag ich ganz ehrlich, wie es ist. Nee, danke. Dann nehme ich lieber den anderen Weg. Der kürzere Weg muss nicht immer der sinnvolle sein oder der sichere sein. Ich habe die Wahl der Qual. Ich entscheide mich für eine andere Qual. Oh Gott, das hasse ich. Sag bitte nicht, da hier ist ein Pilz. Das habe ich gut gemacht, ja. Immerhin, ich bin jetzt wieder groß und stark. Wartet bis zur letzten Welt, liebe Freunde. Wartet bis zur letzten Welt. Die wird noch ganz besonders werden. So, hier vielleicht. Yes. Okay. Ich habe es befürchtet, aber ich wollte nicht daran glauben, dass es so ist. Vier Leben. Vier Leben reduziert und endlich eine A-Coin. Ein schönes Gefühl. Okay. Alleine schon, dass wir das hier haben. Mit den Bob-Oms. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass das hier alles andere als ein Vergnügen sein wird. So, eins. Hier noch das hier. So, klappt das überhaupt so, wie ich es mir da vorstelle? Weiß es nicht. Okay.
Ja, das war grad dumm. Oh my goodness. Man möchte mit allen Wegen und Mitteln verhindern, dass wir irgendwie da durchkommen. Oh! Nein, 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 nein. Oh ja, sehr gut. Sehr schlecht. Deswegen hasse ich dieses Level. So. So, das. So, du kannst hier bleiben. Hier nehmen wir mal. Ah. Dann machen wir das so, so und so und so. Das war, glaube ich, nicht richtig, oder? So, wie soll ich herausfinden, wo der Pilz ist? Kann mir das jemand erklären? Ich glaube, da unten ist er, ne? Ja, ich glaube schon. Yes, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war wirklich reiner Zufall. Ich kann mich wirklich das... Da könnte er erkennen, dass das eins meiner meist gehassten Level ist. Nur ich frage mich, habe ich vielleicht eventuell noch was verpasst? Sag nicht, hier ist auch ein Trank. Nein, hier ist einfach nur ein kleiner Bonusraum, mit dem ich theoretisch gesehen Leben sammeln kann. Der löst sich gleich auf. Das habe ich gut gemacht. Ich bin richtig stolz auf mich. Ich bin richtig stolz auf mich. Ja. Oh. Why not? So, dann müsste sich noch hier in der Nähe irgendwie noch ein Trank befinden. Daran möchte ich glauben. Hundertprozentig bestätigen kann ich es nicht. Aber was ich bestätigen kann, und das könntet ihr auch bestätigen, hier ist eine A-Coin und irgendwie habe ich mich gerade etwas sehr, sehr blöd angestellt und es ist Gott sei Dank die zweite. Das gefällt uns doch. Das sehen wir doch gerne. So. Achso. So, und hier in der Nähe muss, glaube ich, noch eine weitere Arcman sein. Nein? Okay. Soll mir recht sein. Ja, ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ich meine zu wissen, wo sich der Trank befindet. Oh, ja, ganz toll. Oh, das wäre klar. Das wäre ja. Das wäre mies gewesen. Ist hier der Trank? Es ist bestätigt, es ist hier. Hier ist der Trank. Ein weiterer Vorteil ist, wir können ihn jederzeit wieder besorgen. Und hier ist der Pilz. So, alles klar. Okay. Eine Sorge weniger. Nächste Sorge sind unsere, halt unsere A-Coins, ne? Unsere heißgeliebten A-Coins, die wir so sehr lieben und schätzen. Wo sich die letzte befindet, wissen wir ja. Ich habe mich da automatisch spoilern lassen. Das ging nicht so ganz gut aus. Nee, mich kriegst du nicht. Mittlerweile bin ich so leid geprüft. Mich kann nichts mehr schocken. Absolutely not. Nothing, absolutely nothing. Das ist eine A-Coin.
So, ich überlege mir gerade, nehme ich nicht lieber die andere Seite? Ich habe das Gefühl, die andere Seite ist sicherer. Dieses Gefühl bestätigt sich auch irgendwie, ne? Ja, sieht auch gut aus. Okay, Leute. Noch ein kleines Stück. Und dann sind wir frei. Autsch. Ah, du. Wobei, wir können auch diese Dudes nehmen. Und ich hätte es auch nutzen können. Ganz toll. So macht man es jetzt richtig, ne? Und zack. Man kann sich auch blöd anstellen. So, was ich machen könnte und was ich eventuell bevorzugen würde, wäre hier dieses Leben, hier du auch noch. Das war doch ein ehrenwertes Opfer von dir. So, jetzt können wir da rein. Goodness. So, bevor wir den eigentlichen Endgegner dieser Welt treffen, müssen wir tatsächlich nochmal Birdo bekämpfen. I'm gonna finish you up. Ja, der grüne Birdo oder die, na, keine Ahnung. Birdo in grün hat einfach die Nase voll. Und genauso wie ich die Nase voll habe. Ich halte lieber Sicherheitsabstand. Besser ist es und ich versag hier komplett. Oh, jetzt. So. Ganz langsam. Ganz sachte. Warum nur zweimal? Oh. So, okay. Wieder zweimal. Nein! Oh! Oh, grundgütiger! Ich schaffe es immer wieder, da außen Krimi zu machen. So, ich meine, es ist Mauser. Es sieht zumindest wie Mauser aus. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber ich meine, es ist Mauser. Er wollte sich nochmal die Ehre geben. Gib mir bitte das Herzchen. Dankeschön, thank you. Ja, genau. Es ist Mauser. Hier. Eat some bomb oder it's a bomb? Ich kann ihn leider nicht verstehen. Ja, ganz toll. Er wollte sich rächen. Auch wenn ich sagen muss, ich hätte mich auch hier über einen Custom-Gegner wieder gefreut. So wie bei Robo-Birdo. Aber ich kann es auch verstehen. Weil Mauser ist auch irgendwie ein cooler Dude, finde ich. Ich mag irgendwie, aus irgendeinem Grund mag ich sein Design. Obwohl es sehr, sehr simpel ist. Eine Maus mit einer Sonnenbrille. Aber ich komme damit zurecht. Sehr gut. Ein Problem weniger. Ich hätte es vermeiden können. Ich hätte es vermeiden können. Irgendwie verlassen mich meine Kräfte gleich. Boah. Ein Krimi, sage ich euch. Ein Krimi. Dieser ganze Part war einfach ein Krimi. Es war einfach nur Schmerz. Und ich kann mir vorstellen, es war auch Schmerz beim Zuschauen. Tut mir leid, Leute. Skill hat komplett versagt. Aber wir haben es geschafft. Perfekt. Perfekt sieht anders aus, aber hey. Man muss positiv denken. So wie Luigi. Es war kognitive Dissonanz, dass man das als perfekt bezeichnet, aber vielleicht ist... Naja, keine Ahnung. Kann man perfekt irgendwie unperfekt definieren? Ich glaube nicht, ne? Wie dem auch sei. Ich kann erstmal nicht mehr. Das war zu viel für mich. Egal. Ich kann so oder so nur verlieren. So, 6 Leben. Letzte Welt. Wie geht's aus, liebe Freunde? Werden wir siegreich sein oder nicht? Das erfahren wir im nächsten Part, liebe Freunde. Das erfahren wir jetzt im nächsten Part. Und am besten, macht mir am besten noch mal ein bisschen Mut in den Kommentaren, damit ich das schaffe. Ich brauche jetzt eure moralische und mentale Unterstützung.
damit wir im nächsten Part, im allernächsten Part, das große Finale schaffen. Leute, ich brauche eure ganze Unterstützung. In den Kommentaren. Mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr neu seid, gerne einen Kanal-Abo dalassen. Und gerne auch die Playlist favorisieren, damit ihr euch das komplette Blitzplay anschauen könnt. Ja, wenn ihr gerade erst eingeschaltet habt. Es sind schon 5 Parts hochgeladen worden. Dieser Part ist der 6. Part. Und der nächste Part wird folgen oder ist sogar schon gefolgt, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt ihr euch dieses Video anschaut. Das Let's Play wird sehr bald kompliziert sein oder ist schon kompliziert. Also gerne gönnen. Gönnt euch gerne mal. Auch wenn es ein bisschen anstrengend beim Zuschauen ist. Tut mir leid. Mein Skill hat hier komplett versagt. Aber gut. Ich will positiv denken. Ich hab's weit geschafft. Ich bin schon jetzt im Finale. Und wir werden das Finale richtig knallhart durchziehen, liebe Freunde. Deswegen. Mit all euren Spirit. Ich brauche all euren Spirit, euren Kampf-Spirit, damit wir das gemeinsam schaffen können, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.